Willkommen, willkommen aus Budapest. Ich habe mir heute einen Tag frei genommen, bin Wakeboarden gegangen. Jetzt habe ich Blasen an den Händen, weil ich schon seit 2 Jahren hier nicht mehr auf dem Wasser war. Aber ich habe noch was mitgenommen, und zwar geht es hier heute um den JBL Extreme 2, der nach 3 Jahren jetzt endlich einen Refresh bekommen hat. Ich habe ihn euch schon in Las Vegas gezeigt. Jetzt packe ich ihn kurz euch aus. Ich mache kurz den Soundcheck und nerv hier ein bisschen noch die Leute, die abends um 8 noch hier sind, und bin gespannt, was ihr sagt zu dem Sound, zu der Verarbeitung. Und es wird natürlich separat ein Vergleichsvideo geben, wo ich beide Sound abspiele. Es wird ein Video geben, wo ich den ins Wasser mit reinnehme, ins Wasser halte, da euch zeige, dass er wirklich wasserfest ist. Ganz am Ende seht ihr mich noch ein bisschen hier von dem Video Wasserskifahren oder beziehungsweise Wakeboarden, wenn ihr das sehen wollt. Aber schauen wir uns doch jetzt mal an, was ihr jetzt erstmal hier bekommen für 300 Euro, beziehungsweise nicht unbedingt 300 Euro. Ihr könnt ganz einfach, wenn ihr wollt, Geld sparen, wenn ihr unten meinen Link benutzt. Und zwar kriegt ihr dann 10% Rabatt bis zum Ende des Jahres auf alle JBL-Produkte. Und gerade bis Ende Juni gibt es sogar eine Go oder eine Clip 3 oder 2 geschenkt, je nachdem, welche ihr haben wollt, wenn ihr unten die Gutscheine benutzt oder nochmal 10% obendrauf auf. Also bis zu 20% günstiger kriegt ihr die JBL Extreme 2, wenn ihr sie haben wollt. Auf allen Seiten ist das Paket ein bisschen neu designt worden. Auf der Rückseite haben wir jetzt neue technische Daten. Und zwar haben wir 15 Stunden Akkulaufzeit, IPX7 Zertifizierung und JBL Connect Plus. Wichtig, weil mich fragen viele, kriegt die Charge 3, kriegt die JBL Extreme 1 auch Connect Plus? Heißt, sie können mehr als 2 Geräte miteinander verbinden aus der JBL-Familie? Ich weiß es nicht, beziehungsweise mir wurde gesagt ja, aber die Updates sind immer noch nicht da. Mit der JBL Connect Plus Funktion könnt ihr ohne App ganz einfach mehrere JBL-Lautsprecher miteinander verbinden, wie die neue Boombox, zum Beispiel die Flip 4 und noch einige andere. Auch bei der Extreme 2 haben wir so ein Bändchen mit dabei, damit ihr das Ganze auch auf der Schulter tragen könnt. Aber ihr habt auch noch einen Flaschenöffner hier mit dabei, damit ihr auch eure Bierflasche und ähnliches aufmachen könnt. Habe ich normalerweise in meinem Ringer, am Ringfinger dran, aber könnt ihr dann auch hier dann ganz einfach benutzen. Gut, packen wir das Ganze aus und schauen uns an, wie das Ganze klingt. Wie beim letzten Mal haben wir gleich den Lautsprecher als erstes hier in der Verpackung drin. Ich habe ihn in schwarz bestellt. Es gibt ihn wahrscheinlich auch noch ein paar neuen Farben dann später auch zu haben, die Camouflage. Es gibt hier so eine kleine schwarze Box. Dann haben wir hier das Ladegerät noch mit dazu, und das war es dann auch schon. Schauen wir uns den Lautsprecher jetzt erstmal selber an. Wie ihr sehen könnt, wunderschönes Schwarz, fühlt sich gut an, wie beim letzten Mal auch, gut verarbeitet, er wird nicht allzu schnell kaputt gehen, ihr könnt ihn rumschmeißen, an der Seite ähnlich wie jetzt bei der JBL Boombox verarbeitet, heißt, wir haben hier eine Gummierung außen, das heißt, ihr könnt ihn noch so hinstellen, oben Wasser reinkippen und dann wird es zum Beispiel spritzen, sieht super aus, zeige ich euch später ein paar Nahaufnahmen am Ende des Videos, wo ich ihn ins Wasser halte, im Wasser wird auch schwimmen. Vorne natürlich das Original JBL Logo und jetzt hinten steht Extreme 2 nochmal hier drauf. Heißt, das ist natürlich hier der Extreme 2. Was mich ein bisschen stört im Vergleich zum letzten, ihr hattet so einen Zipper dran. Ich werde es im Vergleichsvideo nochmal zeigen. Jetzt habt ihr hier so eine Klappe, die relativ schwer aufgeht. Wenn ihr längere Fingernägel habt, dann noch schwerer. Aber natürlich IPX7 Zertifizierung heißt, ihr wollt nicht, dass hier in die Anschlüsse Wasser reingeht. Hier, wie ihr sehen könnt, wir haben wieder einen USB-Anschluss. Heißt, ihr könnt den internen Akku verwenden, um ein externes Gerät zu laden, wie das iPhone, mit dem ich zum Beispiel gerade hier das Video aufnehme. Dann haben wir hier noch einen 3,5 mm Anschluss, falls ihr nicht Bluetooth verwenden wollt. Geht natürlich auch. Und einen Stromanschluss, der leider vonnöten ist, der und nicht Micro-USB ist. Ihr habt einen Micro-USB-Anschluss, aber der ist nicht zum Laden da. Schade, also ihr müsst immer noch ein riesengroßes Netzteil mitnehmen. Passiver Bass an der Seite jetzt hier gummiert. Also ein bisschen stoßfester, würde ich jetzt mal sagen. Einmal JBL, einmal nur das Ausrufezeichen von JBL. Und oben die Knöpfe sind genau gleich geblieben. Ihr könnt euch einfach verbinden. Play und Pause, Lautstärke und auch Anruf annehmen. Mikrofon ist weiterhin integriert. Und unten haben wir jetzt nur noch einen Strich, wo die 5 LEDs uns zeigen, wie sehr ist das, ist der Lautsprecher aufgeladen. Heißt, wie lange können wir Musik hören. Beim letzten, ich war mehrmals unterwegs mit dem Gerät, war 2 Tage lang maximale Lautstärke, 4-5 Stunden hat der letzte gehalten. Hier hoffe ich, dass er vielleicht 1-2 Stunden länger hält, aber ich glaube es nicht, denn ich glaube, bei der Akkugröße hat JBL nichts verändert, nur bei der Soundqualität. Aber das hören wir uns ja jetzt gleich an. Zuerst, was haben wir noch in der Verpackung? Zum einen ein Netzteil, das gleiche Netzteil wie bei der Boombox, glaube ich. Und zwar haben wir hier 1,5 Ampere Maximum bei Input, 3 Ampere Maximum bei 19 Volt Out, also fast 60 Watt Strom kriegt das Gerät.
Shenzhen Honor Electronic Co. Ltd. Aha. Hat, glaube ich, nichts mit der Honor Smartphone Marke zu tun, aber gut zu wissen. Auf der anderen Seite denke ich mal das Stromkabel, damit wir das auch anstecken können, das Netzteil. Genau, einmal europäisch und einmal britisch. Das brauche ich jetzt hier nicht auspacken. Was ich aber mal ganz gerne zeige in diesen Unboxing-Videos, ist die technischen Daten, die uns JBL nur auf der Webseite gar nicht erzählt, sondern nur hier in diesen kleinen Heftchen nochmal dazu gibt. Und zwar Garantieheftchen und so weiter, die brauche ich jetzt nicht, sondern hier die Anleitung. Und zwar gehe ich da mal auf die letzte Seite, denn da stehen die ganz wichtigen technischen Daten drin. Wie zum Beispiel, wir haben einen 10.000 mAh Akku drin, 36 Wattstunden groß. Der USB-Out ist 5 Volt bei 2 Ampere, also könnt ihr ein Tablet laden. Übrigens, die Jungs machen das ganz geschickt hinter uns. Und wir haben Bluetooth mit... Welches Bluetooth haben wir drin? Und zwar 4.2 und 2x 20 mm Tweeter, beziehungsweise ich werde den übrigens auch auseinandernehmen. Ich hoffe, es geht genauso einfach wie vorher. Ich werde die Außenseite abmachen. Ich werde euch zeigen, wie man den Akku austauscht. Falls nach ein, zwei Jahren der Akku mal schwächen sollte, geht das natürlich auch und ihr keine Garantie mehr habt. Und ansonsten bis zu 55 Hertz bis 20 Kilohertz und 80 Dezibel ist Signal-to-Noise Ratio. Also ich glaube, das ist die maximale Lautstärke und 2,393 Kilogramm wiegt, also 2,4 Kilo. Und ich glaube, jetzt habt ihr so ziemlich alles erfahren. Könnt ihr auch hier nochmal ablesen, auf Deutsch oder Englisch. Was haben wir noch? Wo haben wir noch genau das Armbändchen? Sehr wichtig. Das ist nicht Armbändchen, Schulterband, um besser genau zu sein. Sieht sehr edel aus, hat so einen Stoff, wie wir das kennen von Autositzen, also Auto, besten Dinger, ihr wisst schon, Sicherheitsgurte. Einmal JBL mit einem etwas dickeren Stück hier in der Mitte, seitlich wird es dann dünner, schöne nicht Karabiner, sondern schöne Metallhäkchen und dann haben wir hier den entsprechenden Flaschenöffner. Ob der sein muss, ich weiß nicht, ich mach's mal dran. So. Und so. So könnt ihr das Ganze dann tragen. Ihr könnt es, denke ich mal, noch kürzer ziehen, aber ich weiß nicht, wie viel kürzer oder länger. Also ihr könnt es auch um die Schulter tragen, beim Fahrradfahren. Zum Beispiel, wenn ihr keine Gepäckträger habt oder so ähnlich. Also ganz cool eigentlich. Aber worauf ihr alle gespannt seid, ist, wie klingt denn hier der Sound? So, machen wir mal an. Verbunden ist er gleich, weil ich habe mich schon mit meinem, ich habe es nicht aushalten können, er ist schon vor 3-4 Tagen angekommen, mit meinem Pixel 2 XL verbunden. Normalerweise, wenn ihr verbinden müsst, einfach 5 oder ähnliche Sekunden einfach lange hier auf die Bluetooth-Taste drücken, dann kommt ein Sound und dann blinkt es hier oben auch blau. Wenn er verbunden ist, leuchtet es hier oben blau und ihr könnt hier die Lautstärke natürlich aufs Maximum hochziehen. Separat vom Android-Smartphone, bei Apple ist es so, dass die maximale Lautstärke sowohl hier verändert werden kann wie auf dem Telefon, aber sie mal gleich ist. Und wir hören jetzt uns ein bisschen Chartmusik an und zwar fangen wir an mit Dua Lipa, dieses Jahr mit Be The One natürlich sehr erfolgreich. Und zwar sind wir scheinbar mit dem falschen Smartphone verbunden, genau. Ups, ich mach's mal hier aus. Und zwar bin ich mit dem LG verbunden, aber da habe ich nicht die richtige Musik drauf. Jetzt leuchtet es hier nämlich auch weiß, wenn ihr nicht verbunden seid. Also schon mal ein ganz schöner Hinweis. Und tatsächlich habe ich den hier gar nicht drin, also ich kann es euch demonstrieren, lange draufbleiben. Es waren jetzt vielleicht sogar 5 Sekunden. Dann im Bluetooth-Menü warten, da steht es auch schon Extreme 2. Dann wird gepaart. Verbunden sind wir. Bei 50% Lautstärke klingt das dann so. Not a fool, not a fool.
sitzt im Freien, müsste dann recken. Also es geht ja wirklich viel Sound verloren. Aber wir hören uns jetzt mal ein bisschen was anderes an. Mad Love von David Guetta. Das spule ich auch mal ein bisschen rein. Das klingt auch ganz okay. Mach mal ein Freaky Friday von Lil Dicky ein bisschen. It's Freaky Friday. It's Freaky Friday. I'm in Chris Brown's body. My love is for roaring. I'm light skin black. What the fuck? I woke up and I'm Lil Dicky. Lil Dicky? What the fuck? This shit is real weak. How is Dick staying perched up on his balls like that? Walking down the street and ain't nobody know my name. Whoa. Ain't no paparazzi flashing pictures, this is great. Whoa. Ain't nobody judging cause I'm... Sieht auch immer sehr impressiv aus hier mit dem Bass. Also das sind natürlich nur eigentlich passive Bassboxen hier an der Seite, die das Ganze ein bisschen ausstrahlen. Also falls die kaputt gehen, passiert noch nicht allzu viel, außer dass sie ja nicht mehr wasserfest sind. Aber schaut immer gut aus. Hören wir uns ein bisschen Robin Schulz an mit Unforgettable. Ich mache jetzt mal 80%. Of every beautiful lie that I've been told, yours is the one that I like the most. Yours is the one that I hold. Da sieht der Bass auf jeden Fall schon mal geil aus. Und weil ihr es alle so mögt, ich kann es mal nicht aussprechen. Extentation, glaube ich, und Sad mit maximaler Lautstärke dann jetzt mal. I gave her everything, she took my heart and left me lonely. I think broken hearts contagious. I won't fix, I'd rather weep. I'm lost and I'm found, but it's torture being in love. I love when you're around, but I fucking hate when you leave. Someone that's afraid to let go. Falls das nicht ganz so eure Musik ist, ich habe noch ein letztes Lied für euch. Und zwar, wie wär's denn mit Justin Timberlake ein bisschen? Aber ich glaube, nur draußen hört man es auf maximal Lautstärke. Wenn ihr drin seid, genügt völlig die Hälfte und dann hält auch wirklich 15 Stunden, auf jeden Fall mehr als 10 Stunden. Vergesst aber nicht immer das Netzteil mitzunehmen, falls ihr unterwegs seid, sonst könnt ihr natürlich nicht laden. Aber ich finde es schön, dass es so ein Notebook-Netzteil in Größe hat mittlerweile. Und vergesst auch nicht, wie gesagt, die Gutscheincodes um zu benutzen, damit ihr nicht 300 Euro zahlt für den neuen, sondern vielleicht auch nur 250 oder... Wenn ich es genau richtig rechne, 240 mit 2x10% weniger. Beziehungsweise, wenn ihr den ersten jetzt kaufen wollt, weil es günstiger geworden ist, den könnt ihr jetzt sogar auch günstiger kaufen mit einem weiteren Gutscheincode unten. Also schaut auf jeden Fall rein, meldet euch an bei schub.de, denn nur darüber geht das Ganze. Und jetzt versenken wir nochmal ganz kurz im Wasser, schauen, was der bassmäßig da so drauf hat. Beziehungsweise, ihr könnt auch mal ein bisschen zuschauen, wie ich mich anstelle beim Wasserskifahren. Bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Balasch und viel Spaß noch jetzt bei den kurzen Ausschnitten zum Ende. Underneath the sunrise, show me where your love lies. Happy so weak to your mystery. Is it because I'm
When it feels so good, but it's bad for you. Can't stop. I don't know, I don't come on over. I need your come. I'm waiting for you. I can't believe that it's Freaky Friday. See, precise and exact. Good Lord. Girl, you're going so hard. Girl, you like something best when I'm spreading it. Heaven in me, the feeling won't let me sleep. Cause I'm lost in the way you move, the way you feel. Exploring. Passion in the message when you smile. Is all it takes. Falling in love with me. Possibilities. I look like all you need. One kiss.